So Leute, Tag 2 ist ja jetzt am Start von dem Event Händlerabenteuer. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal rein. Kleiner Unterschied zu gestern, ich bin jetzt hier auf dem Testserver unterwegs. Das heißt, ich nehme das Ganze einen Tag vorher auf und versuche das dann auch schon direkt um 1 Uhr für euch hochzuladen, damit ihr da direkt reingehen könnt. Ah, als allererstes würde ich sagen, gehen wir dann hier einfach mal auf das erste Relikt, welches hier rumliegt und wir einsammeln können und gucken hier erstmal, wie es weitergeht. Wobei, ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal direkt auf die Hütte, drücken dort dann einfach mal auf Sprechen und gucken mal, was sich tut. Okay, wir bekommen tatsächlich nichts angezeigt. Hier ist auf jeden Fall der Weg frei jetzt. Hier haben wir auch tatsächlich direkt den ersten Gegner, den wir besiegen können. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter, nachdem wir den Gegner hier besiegt haben und stoßen uns so ein wenig nach vorne. Es kann auch gut sein, dass hier jetzt noch ein paar weitere Gegner kommen. Die nehmen wir einfach mal alle mit. Ich nehme euch hier dann im Schnelldurchlauf mit. Ja Leute, und somit haben wir jetzt hier, glaube ich, zumindest erstmal alle Gegner besiegt. Wir können hier eine weitere Belohnung einsammeln mit 10 roten Emblemen, das ist ganz nice. Und dazu die eine Sterndeuterkarte, die kennen wir ja auch schon aus den gestrigen Belohnungen. Und dann würde ich sagen, steppen wir hier einfach mal ein bisschen weiter nach vorne. Okay, hier mit diesem Weizen können wir anscheinend nichts machen, aber wir haben hier den Gegner und dahinter müssen wir dann einmal auf Sprechen höchstwahrscheinlich drücken. So, nachdem wir den dann besiegt haben, können wir hier auf diesen Schlüsselcharakter draufgehen und auf Sprechen drücken. Das kennen wir ja auch schon von gestern. So, und dann haben wir hier unten noch, das habe ich vorhin irgendwie voll übersehen, noch eine Belohnung. Ich denke mal, ihr habt die aber sowieso schon gesehen. Und dann würde ich sagen, geht es auch schon weiter, denn wir müssen hier längs, hier ist jetzt mittlerweile wieder dieser Schlüsselcharakter gespawnt, da drücken wir dann nochmal auf Sprechen, damit wir da dann auch durchkommen. Wir bekommen sogar die Zwillinge noch in die Tasche mit reingelegt und hier spawnt wieder so eine Kiste mit ein bisschen Silbermünzen und tatsächlich auch ein paar Kerzen, die wir dann wahrscheinlich beim Handel später wieder verkaufen können. Und dann ja, bewegen wir uns einmal nach hier hinten hin und gucken mal, was uns hier so erwartet. Okay, hier ist anscheinend so eine Böller-Arena, da müssen wir anscheinend mal auf Reden drücken, dann drücken wir einfach mal auf Bestätigen, wahrscheinlich können wir hier jetzt ein bisschen weiter, hier hinten befindet sich noch so ein Relikt, welches wir noch einsammeln können, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal rüber auf die linke Seite, denn dort sollte sich höchstwahrscheinlich, gehe ich mal von aus, auch noch ein bisschen was befinden. Ja, hier haben wir eine nächste Belohnung mit 50 goldenen Emblemen für die Gravur und wieder unsere gute Sterndeuterkarte, dann haben wir auch hier einen Stand. Wahrscheinlich haben wir jetzt hier wieder einen neuen Handelspunkt. Okay, die Harmoniestadt, da würde ich sagen, gehen wir gleich zum Schluss nochmal drauf und gucken uns das Ganze an. Hier hinten in der Ecke geht es dann zu Tag 3 oder zu Tag 4, bin ich mir jetzt gerade gar nicht genau sicher. 35 Stunden müsste dann eigentlich Tag 4 sein. Hier ist nochmal ein Relikt, welches wir einsammeln können. Und dann können wir anscheinend hier auch nochmal ein bisschen weiter nach oben und gucken uns das Ganze mal an. Und okay, hier in 11 Stunden, also hier ist dann morgen Tag 3. Das müsste dann Tag 5 oder 6 oder irgendwie sowas sein. Werden wir dann ja alles sehen. Und hier ist tatsächlich nochmal so ein Schlüsselcharakter hier unten. Da würde ich sagen, drücken wir dann auch nochmal auf Sprechen. Dann spawnt hinter uns nochmal so ein Ding. Die Waren hier sind alle sehr hübsch, aber wenn es ein Geschenk für die Frau deines Herren sein soll, dann Seide oder Duftsäckchen. Keine Ahnung, ich nehme einfach mal das Rechte. Ich weiß jetzt nicht, was davon richtig ist und ob das auch irgendeine Auswirkung hat. Bei mir bekomme ich in dem Fall jetzt hier nochmal so eine Chest mit 2000 Silbermünzen und Duftsäckchen. Also ja, entscheidet euch auch gerne dafür. Ihr bekommt hier auf jeden Fall ein paar Silbermünzen. Könnt mir auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ja, was ihr bekommen habt, wenn ihr auf das andere gegangen seid. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal ganz kurz auf den Handel und auf die Harmoniestadt und gucken wir mal, was wir hier machen können. Also wir können hier wieder ein paar Produkte verkaufen. Ich weiß nicht, ob ich das Duftsäckchen hier jetzt auch verkaufen soll. Ich gehe aber mal davon aus, denn damit macht man insgesamt 3000 Profit. Die anderen Sachen sind natürlich auch verkauft und dann, ja, können wir jetzt im Endeffekt eigentlich dasselbe machen, so wie wir es gestern gemacht haben. Wir kaufen uns hier wieder unsere Sachen ein und verkaufen sie dann woanders. Nur müssen wir mal ganz kurz schauen, wo wir diese Sachen hier verkaufen. Gehen wir mal zurück nach Lira und okay, hier können wir sie für 900 verkaufen. Plus 900, plus 100. Ah, jetzt würde ich gerne mal wissen, was in der Quellstadt so der Preis dafür wäre. Gehen wir einfach mal drauf hier, einfach fürs Video und 1800 plus 200, okay. Und damit sei festgehalten, dass die Sachen, die wir uns jetzt eben aus der neuen City kaufen, dann hier an der ersten Stadt verkaufen, weil ihr habt gesehen, da bekommen wir auf jeden Fall deutlich mehr für. Also von der Harmoniestadt
zur Quellenstadt verkaufen. Das lohnt sich auf jeden Fall am meisten, bis jetzt zumindest. Also ja, könnt ihr das gerne machen und da auf jeden Fall euren Profit dran mitnehmen. Ich werde das Ganze jetzt auch machen. Ah, und was ich gerade sehe, was sehr, sehr geil ist, dass ihr hier eure Taschen erweitern könnt. Das ist sehr, sehr wichtig, denn ich habe gerade eben noch bemerkt, dass halt, wenn ihr von der Harmoniestadt zur Quellstadt wollt, dass das Ganze 2 Tickets verbraucht. Also ihr müsst da auch durch Lira einmal durch und deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, damit ihr mehr Sachen mitnehmen könnt und dann eben halt weniger Tickets, sage ich mal, verbraucht. Aber das hätte jetzt auch so geklappt mit der Seide, mit der einen einzigen Seide noch. Aber ist auf jeden Fall schon mal interessant zu wissen. Ich hoffe, ich konnte euch soweit bis hierhin helfen. Wir sehen uns dann natürlich bei Tag Nummer 3 morgen. Ich verkaufe jetzt hier noch meine ganzen Sachen und dann, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's bis zum nächsten Tag auf jeden Fall gut, Leute, und ciao.